Hallo und herzlich willkommen zur, na, soll ich sagen, zur zusätzlichen Folge, was sich neu ergeben hat. Es gibt einmal neue Sachen für den Atari. Da ist einmal Haunted House. Ja, es ist kein Silent Hill, es ist kein Resident Evil und trotzdem ist es Horror. Ihr seid so ein, ja, ein Paar von Augen, genau richtig, und könnt dann Licht anmachen, so dass ihr so eine Art Lichtkreisel bekommt um euch herum und mit dem könnt ihr euch orientieren vor Fledermäusen, Geistern und ihr müsst Gegenstände finden. Und glaubt mir, dieses Game ist wirklich klasse. Also tut euch einen Gefallen und spielt das. Ich kann das nur empfehlen. Das war einer der Suchttitel von damals, den ich hatte. Und glaubt mir, der ist es heute noch wert. Ein weiterer Suchttitel, und da shame on me, dass ich sowas nicht in meiner Kollektion tatsächlich hatte, Berserk. Berserk, bekannt durch Evil Otto und Destroy My Humanoids, glaube ich, kommt hier auch her aus der Arcade-Fassung. Ihr seid so dieser nette Recke da, der Superheld. Ihr seid so toll. Und legt euch mit Robotern an. Und in so einem labyrinthartigen Weg könnt ihr die Roboter erschießen. Und wenn ihr nicht schnell genug seid, kommt Evil Otto. Also je nach Level. Es gibt auch Levels, wo Evil Otto nicht kommt. Da hatte ich ja mal eine Erfahrung in so einem Let's Show. Hust, hust. Ja, wie gesagt, also Berserk muss man kennen, muss man in der Sammlung haben, ist ein Jahrhunderttitel. Battlezone kenne ich noch von den Arcades, kenne ich noch tatsächlich aus der Automatenfassung in leckerem Grün und Schwarz mit Periskop. Ja, ihr seid ein Panzer und müsst andere Panzer erledigen. Das ist, wenn man so will, ein 3D-Shooter. Gut, erwartet nicht das, was ihr heute erwartet unter der Bezeichnung 3D-Shooter, aber das war ganz nett. Also hier alte Regel, schießt zuerst, bevor der Gegner schießt, ist aber wirklich ein bekannter Klassiker. Und da stand, glaube ich, auch noch, wo steht's da, genau. Explosive Arcade Hit. Ich freue mich. So, Adventure. Ja, vielleicht das erste RPG aller Zeiten. Ihr seid aber eigentlich nur ein Punkt. Das meine ich wirklich. Ihr seid wirklich ein Pixel. Und dieser Pixel kann Waffen aufnehmen, Drachen töten, Gegenstände finden, auch Brücken verschieben. Das muss man in seinem Leben mal gespielt haben. Das ist wirklich klasse. Und ihr seht, ihr habt drei verschiedene Skill-Level. Das heißt, es gibt wirklich drei verschiedene Level. Mehr hat das Ding allerdings nicht. Ja, Space Invaders. Muss ich irgendwas sagen zu Space Invaders? Schreibt doch mal in die Kommentare, wer es nicht kennt. Den besuche ich. Nein, Spaß beiseite. Also Space Invaders ist klar, ihr habt diese Reihen von Angriffswellen. Ihr seid unten, ganz unten im Screen und versucht die ganzen Reihen zu erschießen, die ganzen Aliens abzuwehren. Ich glaube, das kennt, glaube ich, jeder, dieses Game. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, das ist ein Klassiker, den muss man kennen, egal in welcher Version. Breakout. Logischerweise das erste Breakout. Nicht verwechseln mit Super Breakout, das ist da hinten. Ja, Breakout ist ganz nett. Ihr habt, wie schon hat so ein, wie soll ich sagen, ein Pedal oder so ein Schläger und könnt dann mit dem Bälle dann irgendwelche Wände durchbrechen. Ist ein Klassiker, daraus ist Arkanoid und was wir noch alles haben entstanden. Ganz toll. Auch Crackout auf dem NES ist eine tolle Version, falls die jemand kennt. Kann ich nur empfehlen. Ja, Crackout auf dem C64 ist übrigens auch ganz gut, wo ich gerade dabei bin. Ja, das, was aber toll bekannt ist, ist nicht nur, dass Nolan Bushnell da seine Hände im Spiel hatte, sondern auch, und jetzt kommt's, jetzt bin ich mal gespannt auf die Freaks, Steve Wozniak. Das wird dem einen oder anderen vielleicht schon mal sagen. Aber der andere Name, Steve Jobs, wird sicherlich eine Menge Leute mal sagen. Und die hatten da auch ihre Finger drin. Sehr interessant. Mal gucken, das mal so als kleine Community-Aufgabe. Ihr wisst doch immer alles. Gut, es steht auch bei Wikipedia, aber wie waren die beiden denn da ein bisschen involviert? Also dadurch ist der Titel eigentlich bekannt geworden mittlerweile. Er war okay, er ist aber nicht so sensationell. Er hat viel geprägt, aber eigentlich bekannt geworden ist er eigentlich durch, ja, soll ich sagen, wie die Geschäftsgebaren und andere Sachen von Herrn Jobs, die sind hier mit hochgekommen und das erklärt auch ein bisschen wahrscheinlich Apple. Ja, gut, das war's in dieser kleinen Fassung. Das ist nochmal die Atari-Fassung. Das ist das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, dass da kein Label mehr ist. Aber sonst, ja, das war so der Zusatz. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Das Übliche. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder ganz normal in alter Frische wieder. Vielleicht hier noch für die Leute, die das immer wissen wollen. Ja, zu den NES-Titeln komme ich auch noch. Ich schieb mal ein bisschen hoch. Da gibt es noch eine andere Reihe dahinter. Da komme ich auch noch zu. So, vielen Dank fürs Zusehen. Sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.